Schulzeit. Hi Leute, Christiane hier und wie versprochen, jetzt sind sie endlich da. Hey, Ärzte aus Berlin. Eine Stunde gibt es hier Ärzte-Terror in der Schonzeit und wir spielen gnadenlos einen Song nach dem anderen und gleich geht's dann auch noch mit dem Interview los, okay? Genau. So, wir üben hier im Studio schon ein bisschen singen. Wie gesagt, die Ärzte sind ja live in der Schonzeit. Ich muss mal sagen, so wie es geht, kam mir so vor, dass es einer der ersten Songs ist ohne richtigen Sarkasmus. Ja? Also irgendwie hört sich fast an, als ob ihr wirklich Probleme hättet, Frauen zu schmeicheln. Ach, na, das Problem haben wir nicht. Hast du mal Mach die Augen zu gehört zum Beispiel? Ja, Farin, ja? Also das Problem haben Rod und ich ja nicht. Definitiv nicht. Naja, wir lachen in unseren Blondie ganz gerne mal ein bisschen rumjammern in der Öffentlichkeit. Wir hatten gestern mal Interessante, da hat uns eine junge Dame interviewt und die meint, sie hat tatsächlich das Problem und sie will jetzt versuchen, dieses Lied zu nehmen, um ihren Typen zu sagen, das, was sie nicht sagen kann. Ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Es ist ein schönes Gefühl, ihr helft Leuten, macht sie glücklich. Nein, wir verleihen den Leuten, die selber keine Worte haben, Sprache. Genau. So sehen wir unseren eigentlichen Job. Wir sind das Volk. Wir sind das Sprachrohr der Unverstandenen, der ewigen Verlierer, die Ärzte halt. Wie lernt ihr denn Mädels kennen? So ganz normal, was weiß ich, auf dem Markt, im Café oder ist es dann eher so nee, auf Promi-Party? Wir kriegen so Bewerbungen auf unsere Schreibtische und dann sagen wir, ja, okay, die darf mal vorbeikommen. Okay, also, falls ihr vorbeikommen wollt, jetzt kommen die Voraussetzungen. Was muss es sein? Wie bitte? Was sind die Voraussetzungen? Also Nobelpreisträgerin sollte sie schon sein. Okay, das weiblich ledig. Weiblich ledig. Jung. Du. Na, also auf jeden Fall unter 30. Na, oder unter 40. Hey, Mädels, hey, ihr habt gute Chancen okay. Da draußen. So alte Leute haben wir nämlich gar nicht vor dem Radio. Aha. Hey, seit Montag kann man ja eure neue CD kaufen. Runter mit den Spendierhosen, kann man unsichtbare Ausrufezeichen. Genau. Wer von euch kam auf den bescheuerten Titel? Ihr seid ja wahrscheinlich nicht zusammen drauf gekommen, oder? Wir saßen zumindest mal alle in demselben Restaurant, nämlich in Spanien, nach dem Mischen. Eines Abends nach dem Mixen, wir haben die Karte nämlich in Spanien gemischt worden, im Studio von unserem Produzenten Uwe Hoffmann. Und da saßen wir alle in einem spanischen Restaurant. Und dann ging es darum, wer die Zeche bezahlt, die Rechnung bezahlt. Und das war dann, glaube ich, der Farin, stellvertretend allerdings für unser Management. Und dann kam, nachdem wir den ganzen Abend über nichts anderes geredet hatten, als über den zukünftigen, über den Titel des Albums, das wir gerade mischen, kam dann irgendwas mit Spendierhosen. Daraus wurde dann runter mit den Spendierhosen. Und als dann Farin zu mir meinte, also, das würde eben noch nicht mystisch genug, noch nicht geheimnisvoll genug klingen, kamen dann Vorschläge wie runter mit den Spendierhosen. Mumie, runter mit den Spendierhosen Frankenstein, runter mit den Spendierhosen Dracula und ich glaube an vierter Stelle war dann der Unsichtbare. Passt ja auch bevor gut ich dann noch, Hollow Man. Bevor ich dann noch mit Godzilla oder so weitermachen konnte, sagten die anderen beiden aufhören, wir gehen jetzt, das Album heißt jetzt so. Genau. Zufälligerweise saßen in diesem Restaurant eben Leute aus Hollywood, die dann mitgehört haben und sofort einen Film gedreht haben, der jetzt Hollow Man heißt. Ja, super, die Leute reagieren immer direkt auf euch, ja? Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Wie damals, als wir... Wie damals, gutes Stichwort, dann machen wir jetzt Musik. Damals, was? Früher, damals. Früher. Mein Gott, welche früher. Überleitung. Die fette Elke in der Live-Version bei der Sting-Schonzeit. Diskriminierung hier von Elke, heißenden Frauen, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, wir entschuldigen. Habe ich das Lied geschrieben? Nein, wir entschuldigen. Okay, ihr entschuldigt euch. Sehr gut. Die Ärzte sind live in der Schonzeit. Davor haben wir was von 88 gehört, ohne dich, also zumindest aus der Zeit vor der Trennung. With or without you, sozusagen. Genau, sozusagen, wenn man es mal auf YouTube ziehen möchte. Genau. Also ich muss sagen, jetzt, ich habe es ja relativ lange mitgekriegt, war sehr früh schon Fan von euch und die neue CD, zumindest von den paar Mal hören, was ich jetzt so bisher gehört habe, ist sie für mich die poppigste. Kommt es dadurch, dass ihr selber mittlerweile viel mehr Pop hört als früher? Das können wir jetzt leider so nicht unterschreiben, denn wenn du jetzt mal A-B-Vergleich machen würdest, also wenn man den jetzt hier mal machen würde, dann stellt man fest, dass die neue CD zum Beispiel deutlich härter ist, weil die Gitarren deutlich verzerrter sind, die Beats auch schneller als zumindest unsere Studioalben und so weiter und so fort. Die Sänge sind sogar viel härter. Ich habe früher zum Beispiel immer nur so mit einer ganz glockenklaren Stimme gesungen, außer bei Anna P. Ja, aber doch nur, und weil du mittlerweile Gesangsunterricht hattest, oder? Nee, Gesangsunterricht hatte ich damals. Und mittlerweile habe ich zum Glück alles wieder vergessen.
und jetzt singen wir mit viel mehr Ausdruck. Was sich einerseits geändert hat, sind die Hörgewohnheiten, weil sowas wie Metallica hat halt damals, war noch nicht Mainstream und mittlerweile, sag mal, die gesamte Musik, wenn man dann Rock hört, ist das alles so hart. Also wir sind heute viel härter als früher. Auf der anderen Seite machen wir auch viel schönere Melodien. Also noch schöner als damals. Und heute ist sowas wie Limp Bizkit Mainstream, okay, was? Und die bedienen sich dann irgendwie bei Sachen, die früher Hardcore waren. Das ist natürlich, und natürlich klingen die Platten heute besser, weil wir eine bessere Technik haben. Das möglicherweise klingt dann poppiger oder glatter oder so, aber das ist an die Sache. Wir haben uns von Platte zu Platte weiterentwickelt, sind auch immer, also selber, unsere eigene Messlatte, die wir irgendwie erreichen müssen. Er hat Messlatte gesagt. Ja, Messlatte gesagt, Rotz. Und haben die absolut erreicht mit dem Album und haben uns ehrlich gesagt eher wie früher weniger einen Kopf gemacht bei dem Album als jetzt bei der 13 zum Beispiel, wo wir sehr geplant vorgegangen sind. Als wir jetzt gerade ohne dich angehört haben, da meintet ihr so, hey, der Sound klingt irgendwie total dünn so. Und klingt super, das klingt wie aus einer Konservenbüchse. Irgendwie 80er, also voll hip. Hört ihr denn die alten Sachen privat selber noch an oder ist es sowas, was ihr jetzt echt nur mal hört, wenn ihr mal zufällig bei einer Radiostation oder sonst also was seid? Also ich würde sie mir wahrscheinlich anhören, wenn ich nicht wüsste, dass ich sowieso auf der nächsten Tour, die dann wieder 2,5 Monate gehen wird, sowieso jeden Tag millionenfach, also auf der ganzen Tour, was ich millionenfach spielen und dann auch natürlich logischerweise mit anhören muss. Insofern habe ich da nicht so, es gibt so viele andere Musik, die ich mir auch zu Hause anhöre. Was war denn sowas letzte, was du dir geholt hast als CD? Was ich mir gekauft habe, ich habe mir vor ein paar Tagen ganz viele CDs gekauft. Ein paar deutsche Bands, ein paar schwedische Bands, ein paar Ami-Bands, und neue Punk, Johnny oder? Cash zum Beispiel. Okay. Also auch ältere Sachen. Nee, Johnny Cash ist ein neues Album, der hat ein neues Album rausgebracht. Ja, klar, aber ich meine, er ist ein älterer. Ist ein älterer Herr, ja, der immer noch Trends setzt und absolut coole Musik macht. Also was ihr unbedingt wissen muss, habt ihr eigentlich noch Kontakt zu den alten Ärztemitgliedern, also zu Sani oder Hagen? Zu Sani hatten wir ihn direkt nach dem Rauswurf nicht mehr, also gar nicht mehr. Da gibt's jetzt aber... Immer begegnet, ganz furchtbar. Ja, zu Hagen hatten wir zwischendurch mal kurz, aber am Anfang war Hagen richtig beleidigt, weil wir ihn nicht gefragt haben, ob er mit dabei sein will. Das haben wir dann irgendwann mal geklärt und hat auch zugegeben, dass das sowieso nichts geworden wäre, weil, ich meine, letztendlich hat halt Rott jetzt mal spielen gehört oder gesehen live und hat gesagt, okay, gut. Er hat auch ein anderes Leben geführt, also er spielt ja auch nicht in einer anderen Band Bass. Also insofern, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir dann den Bassisten keine Chance gegeben haben. Er hat zwar vorher nicht Bass gespielt in den 5 Jahren, wo die Ärzte auseinander waren und hat dann auch nicht wieder mit dem Bass angefangen, sondern er hätte natürlich ganz gerne bei den Ärzten mitgemacht, aus Gründen, die möglicherweise auf der Hand liegen, aber er ist jetzt ein anerkannter Journalist in Berlin. Hin und wieder haben wir mit ihm noch Kontakt, also ich habe ihn zum Beispiel mal auf dem Tom Jones Konzert getroffen und das war ganz nett und ich hatte ihn kurz nach dem Split auch mal zum Essen eingeladen und dann haben wir noch so 2 Jahre rumgehangen, aber irgendwann haben sich die Wege halt getrennt. Also woran ich mich noch besonders erinnern kann, war eben damals so die Zeit, ich war in der Grundschule, 8 oder 9, und es war super, wenn man die Ärzte ab 18 hatte. Wir hatten sie leider alle nur auf Kassette und waren dann immer im Kaufhaus, haben geguckt, wie sie da stand, auf Vinyl, so ganz toll, wir hätten sie alle gerne gehabt. Man dann die Kassette gehört und gleichzeitig das Cover angeguckt. Genau, ungefähr, so war das fast identisch. So ist das früher gelaufen, lieber Zuhörer, ja, nicht jetzt irgendwie Videos gucken, warst du mit Stereo-Sound irgendwie bei Viva oder MTV, nee, da stand man noch im Kaufhaus, schaute sich das Cover an und hörte auf dem Walkman. Stell dir sich vor, so könnte das Video aussehen zu Geschwisterliebe. Das war auch total toll, da konnte man sich auch zum Beispiel schöne Cover von schlechten Bands angucken und dabei gute Musik von Bands mit schlechten Covern hören. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Ja, so war es. Die guten alten Zeiten. Sag mal, würdet ihr denken, dass es heute nochmal genauso ein Stress ist, also was Zensur und alles angeht? Wir rechnen ehrlich gesagt damit, dass unser Cover jetzt zensiert wird. Ansonsten nicht, also unsere Musik, das ist ja mittlerweile völliger Mainstream-Pop geworden. Also wir hatten, das Cover, das ist schon hart. Also liebe Leute, wenn ihr die Platte noch nicht habt, was ich mir gar nicht vorstellen könnte, sie steht im Plattenladen unter Hellblau. Ja, genau. Sie steht unter Hellblau, ja, Plastik, ein bisschen Plüsch. Leicht entflammbar. Plüsch. Wir hatten leichte Flammbar, das ist genau das richtige Wort. Also man sollte die nicht mit in den Wald nehmen, ne? Denn die Folgen könnten verheerend sein. Auf jeden Fall. Farin hatte ein Muster unseres Plattencovers zum Beispiel mit in Griechenland. Moment, aber das ist vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte für die Hörer da draußen, die sich fragen, wie der Farbton zustande kam. Ursprünglich war die Hülle ja mal weiß. Ich hatte halt so ein Muster mit, war in Griechenland unterwegs, wie Bela schon richtig sagt, aber ich war Beeren sammeln, also mit Doppel-E, nicht mit Ä. Und ich habe Blaubeeren gesammelt und die habe ich dann alle in diese Tasche getan, weil ich hatte sonst kein Tragebehältnis. Und als ich nach Hause kam,
war die Idee geboren. Die Tasche dunkelblau und die Farbe gefiel den Rott und mir nicht. Ja, wir hatten noch einmal Stress, es wurde ein Plakat zu einem Album von uns verboten oder indiziert in Bayern. Das war diese Best-of-Platte, die vor einigen Jahren aber schon von einer ganzen Weile rauskam. Baden-Württemberg war es schon. Also oder Baden-Württemberg. Noch schlimmer, mein Gott. Und da waren nur kleine Püppchen in Reizwäsche drauf, also kleine Plastikpüppchen in Reizwäsche und aus dem, das wurde dann halt verboten. Okay, kleine Püppchen spielen wir jetzt nicht, dafür spielen wir den Bademeister. Spiel bitte den Bademeister, das ist ja Rott und mein persönliches Lieblingslied.